Ein tolles Ambiente hier, oder? Ich bin gerade auf Schloss Wolfenbüttel und ganz offensichtlich mitten im Barock gelandet. Es ist das Jahr 1712. Hallo und herzlich willkommen bei Sohn zu Haus. Ich möchte herausfinden, wie der Norden früher wohnte. War es in so einem Schloss tatsächlich ein Leben wie bei Gott in Frankreich? Und was bitteschön macht die Kakerlake in meinem Champagnerglas? Kommen Sie mit auf eine Zeitreise vom Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert. Wie kommt in den 50ern die Bockwurst in die Waschmaschine? Und wie in der Kaiserzeit der Staub aus dem Haus? Wie die Menschen früher wohnten, wir zeigen es Ihnen. Die goldenen 20er. Kabarett, Shampoos, Party, pralles Leben. Dafür sind sie bekannt. Doch wie haben die einfachen Menschen damals gelebt und gewohnt? In den Arbeiterwohnungen waren die 20er nicht ganz so golden. Wow, das ist aber wirklich ganz schön eng hier in der Bude, ha? Ja, aber das war die Realität für viele arme Leute damals. Das war eine Wohnküche, da kam vielleicht noch ein kleines Zimmer dazu, kaum mehr als 20 Quadratmeter. Und das für Vater, Mutter und mehrere Kinder. Und der Mann muss es wissen. Herr Kehler aus Hamburg ist nämlich Architekturhistoriker, Spezialgebiet Wohnen im 20. Jahrhundert. Welche Leute haben denn nun wirklich auf dem engen Raum wohnen müssen? Das waren die armen Leute, so ein großer Teil der Arbeiterklasse. Und die Arbeiterklasse gab es damals richtig noch als gesellschaftliche Schicht. Und für die war Enge wirklich das Wohngefühl der Zeit. Es gab zwar auf der einen Seite in der Weimarer Verfassung das Recht auf Wohnung. Das war festgeschrieben, übrigens anders als heute. Ja. Aber auf der anderen Seite gab es eine große Wohnungsnot und das ging so weit, dass so um 1929 herum 1 bis 1,5 Millionen Wohnungen fehlten. Die Weimarer Republik steht unter keinem guten Stern. Der Hitlerputsch und die Inflation, dann der Schwarze Freitag, der weltweite Börsencrash. Die Arbeitslosigkeit wird bis 1932 auf fast 6 Millionen ansteigen. Hier lebte eine ganze Familie. Da war die Küche, da war das Wohnzimmer, da war das Kinderzimmer. Die Kinder spielten hier. Und wenn es den Leuten ganz schlecht ging, dann musste man sogar in der Küche schlafen. Alles in einem Raum, Tag ein, Tag aus. Alles in einem Raum, Tag ein, Tag aus. Es war natürlich dann die Extremsituation nach unten. Die meisten Arbeiter hatten noch die sogenannte gute Stube dazu. Nur in Extremsituationen, wenn der Vater seine Arbeit verlor, natürlich gab es damals auch eine hohe Arbeitslosigkeit, dann musste die untervermietet werden. Das heißt, das eine Zimmer ging dann noch mal weg an die nächste Familie. Genau. Wer ist jetzt der freundliche junge Mann hier? Das ist ein sogenannter Schlafbursche oder Schlafgänger. In den ärmsten Familien kam das auch in den 20er Jahren noch vor, dass man einfach nur sein Bett für eine Arbeitsschicht sozusagen vermietet hat. Moment mal, die haben sich das Bett geteilt in verschiedenen Schichten? Vater arbeitslos, Mutter arbeitslos, da war wirtschaftliche Not. Unterstützung gab es nicht viel, ich rechne Ihnen das mal vor. Dankeschön. Also wollen wir mal sehen. Hier haben wir den Wochenverdienst eines Arbeiters. Das war so zwischen 30 und 45 Mark netto. Davon gingen ungefähr 10 Mark für die Miete, Stube, Küche hier weg. Dann kamen noch Gas und Heizung dazu. Also ist ungefähr ein Drittel bis ein Viertel geht da etwa weg. Das ist noch relativ normal, das zahlt man heute auch etwa so für Miete. Aber wenn dieser Arbeiter arbeitslos war, dann kriegte er nur eine relativ geringe Arbeitslosenunterstützung von heute. Und wenn man weiß, dass also ein Kilo Rindfleisch zum Beispiel 2 Mark alleine kostete, dann konnte man sich so etwas nur am Sonntag leisten, wenn überhaupt. Dann mussten die Kinder auch früh mitarbeiten und Zeitungen austragen oder ähnliches. Und das Geld kam in die Haushaltskasse. Da gab es kein privates Taschengeld oder sowas. Wenn wir sagen, also 1 bis 1,5 Millionen Wohnungen fehlen, dann reden wir über 5 bis 10 Millionen Leute, die tatsächlich eine Wohnung auch suchten. Wohnungsnot und untervermietete Betten. Es gibt Berichte, dass bei äußerster Geldnot Zimmer einfach mit einem Kreidestrich geteilt wurden. Eine zweite Familie zog ein. Dieser Strich war die Demarkationslinie. Die Wohnung ist ein Dach über dem Kopf, aber kaum mehr. Kein Platz, um sich zurückzuziehen, kein Platz für Privatsphäre.
Wollen die Kinder spielen? Dann müssen sie halt raus, auf den Hof oder die Straße. Geht mal raus spielen. Also die Kinder auf dem Hof, die Hausfrau weiter im Haushalt. Aber der Vater, der hatte natürlich auch noch einen Rückzugsort. Kommen Sie mal mit, zeichnen Sie. Das ist ja mal nett hier. Die Kneipe ist das verlängerte Wohnzimmer des einfachen Mannes. Was das Heim nicht leisten kann, leistet der Biertresen. Einfach mal seine Ruhe haben. Hier kommt schon der nächste Ratzfatz hin. Sagen Sie, hatten die denn überhaupt Kohle genug, um da abends in die Kneipe zu gehen? Nein, das hatten sie natürlich nicht. Die kriegten wöchentlich ihren Lohn ausgezahlt, das war am Freitag. Und dann hatten sie Zeit, in die Kneipe zu gehen und wollten das auch gerne machen. Nur Alkoholismus war natürlich ein großes Problem. Oft standen die Frauen schon am Fabriktor und fingen ihre Männer ab, damit sie nicht gleich den ganzen Wochenlohn versoffen. Oha. Prost. Prost. Jetzt haben wir so viel über Essen und über Trinken geredet. Wie sah es denn eigentlich mit den Aborten und mit den Pissoirs aus? Naja, also in den mehrgeschossigen Häusern der Gründerzeit gab es natürlich schon Wasserklosetts. Aber die anderen mussten ins Plumpsklo auf dem Hof gehen. Vom Abwasser zum Frischwasser. Elende Schlepperei. Wie sieht's denn eigentlich mal mit fließend Wasser aus? Naja, in den gründerzeitlichen Häusern, und das waren ja die in den 20er Jahren, da gab es natürlich schon fließendes Wasser in der Küche. Eine Wasserstelle, eine Zapfstelle. Aber es gab das andere natürlich auch auf dem Land sowieso, aber auch in den älteren Häusern, dass man also da die Pumpe auf dem Hof hatte. Und baden, ist noch kalt, wie oft in der Woche? Die haben einmal in der Woche gebadet, am Sonnabend, um sich auf das Wochenende, auf den Sonntag vorzubereiten. Und zwar alle in derselben Wanne, alle im selben Wasser. Und zwar in so einer kleinen Stehbadewanne, in der man sich von oben bis unten abseifte, anstatt also da tief reinzusinken, wie das heute üblich ist. Apropos eingebautes Bad, die Woche über war das wohl das eingebaute Bad, oder? Das war das für die Katzenwäsche, wo der Vater sich abends und morgens die Hände wusch und das Gesicht, und das war's dann eigentlich auch. Die hygienischen Verhältnisse sind katastrophal. Eisschränke kennen die einfachen Haushalte nicht. Vier und mehr Menschen auf wenigen Quadratmetern. Ungesundes Raumklima sorgt für massenhafte Tuberkulosefälle. Mangelernährung und schlechte Luft erzeugen Rachitis. Licht, Platz, Sauberkeit, sprich gescheite sanitäre Verhältnisse. Davon konnten die Leute hier in diesen Hütten wirklich nur träumen. Aber auf der anderen Seite, auch schon in den 1920er Jahren hat sich sowas wie sozialer Wohnungsbau entwickelt. Lassen Sie uns nach Celle gehen. Da haben Arbeiter schon viel vernünftiger gewohnt. Die Reise geht in die Siedlung Blumlägerfeld am Stadtrand von Celle. Geplant in den 20ern, fertiggestellt 1931. Es ist der Architekt Otto Häsler, der hier für die einfachen Arbeiter vernünftige Wohnbedingungen schaffen will. Bei mir ist Rudolf Meier. Er ist hier sowas wie der Herr der Häuser. Kennt sich aus in der Siedlung wie kaum ein anderer. Aber, Herr Meier, Sie sehen heute aus wie der Hausmeister. Ganz genau. Und Sie sind mein Gehilfe. Aha. Und wir sollen hier was reparieren. Na dann, fangen wir an. Bitteschön. Was wird denn kaputt sein? Hier soll ein Wasserhahn tropfen. Erster oder zweiter Stock? Nee, hier unten links. Gleich unten links, okay. Hallo. Hallo. So. Können wir mal reinkommen? Alle zu Hause. Ja. Mensch, das ist ja ganz schön eng hier bei Ihnen. Ja, das ist der kleine Flur hier. Warum ist denn der so winzig? Ja, weil der Architekt auf Flure verzichtet hat. Zugunsten der Wohnfläche von 46 Quadratmetern. Ganz schön viele Leute, ne? Ja, hier eine fünfköpfige Familie mit ihren Kindern gewohnt. Aber gehen wir doch mal in die Küche. Ja, wo ist der Wasserhahn? In der Küche. Ja, das sieht doch hell aus. Praktisch und freundlich. Eine richtige separate Küche. Enormer Fortschritt. Trotzdem, wenn die ganze Familie hier frühstückt, muss mindestens einer auf die Herdklappe. Ja.
Ja, und was soll hier nun repariert werden? Der Wasserhahn tropft. Ach, der hier? Ach so, na dann, das kriegen wir aber gleich hin. Fließend Wasser ist ja eigentlich purer Luxus in so einer Wohnung. Ab wann gab's das? Ja, ab den 20ern. Und hier in der Siedlung? Ab den 30ern in allen Wohnungen. Okay. Wie lange hat denn das gedauert, bis es sich in ganz Deutschland, auch auf dem Land, durchgesetzt hat? Ja, da kann man sagen, bis in die 50er. Oh, so lang. Ja. Zange? Ja. Ja, da brauchen wir nur die Stoffbuchse ein bisschen nachziehen. Auswechseln tun wir den Hahn später, wenn überhaupt nötig. Aber guck mal, der läuft schon wieder, das ist in Ordnung. Aber fließend Wasser ist nicht der einzige Luxus. Hier ist nichts mehr mit Kohle, ne? Nee. Gehst du mal spielen, bitte? Das war für die Leute hier schon was Modernes. Denn vorher, bevor sie hier eingezogen sind, haben die auf dem Lande auf dem Kohlenherd kochen müssen. Klar. Ja, und jetzt? Und jetzt ist hier Gas. Aber kommt nichts. Da kommt nichts? Ja, da sind Kindersicherungen drunter. Indem du diese Hebel hier unten drückst, dann kannst du das Gas aufdrehen. Hier mit diesen Hebeln. Schlau gedacht. Aber ja, irgendwie sind jetzt alle Hebel offen, aber es zischt noch immer nicht. Da war wohl das Haushaltsgeld alle. Wie? Ja, die mussten noch Münzen einlösen, solche hier bei mir. Ach so, die musste jeder beim Hausmeister kaufen. Ja. Und dann? Ja, pass mal auf, dann haben die doch hier diesen Münzzähler, Gaszähler. Und da ist ein Schlitz und da kommen die rein. Kohle da, schon kann man wieder kochen. Gut, Küche habe ich gesehen, den Miniflur. Wie geht's jetzt hier weiter? Aha, hallo. Hallo. Das ist also jetzt die berühmte gute Stube, oder? Ja, das ist nicht nur die gute Stube, sondern das ist auch gleichzeitig das Durchgangszimmer. Das ist immerhin beheizt. Und das ist beheizt, das ist der einzige Heizkörper in der ganzen Wohnung. Ach so, und von hier aus dann? Von hier aus, das war die Wärmequelle. Hier mussten sich versammeln und wärmen. Und abends wurden die Kinderzimmertür aufgemacht und die Schlafzimmertür aufgemacht, damit im Winter die Wärme da auch reinzog. So ein eigenes Zimmer für die Kleinen, das war doch für eine einfache Arbeiterfamilie bestimmt schon was ganz Besonderes, oder? Ja, das kann man wohl sagen. Das getrennte Schlafzimmer von den Eltern und da haben also maximal 4 Kinder drin geschlafen. Moment, also die Eltern haben ein eigenes Schlafzimmer und die Kinder, das sieht man ja, aber wie haben da 4 Kinder reingepasst? Da kamen dann Doppelstockbetten rein, übereinander. Und deshalb sind auch die Fenster so hochgesetzt. Für bis zu 4 Kinder? Ja. Das Kinderzimmer ist eine sehr junge Erfindung. Erst seit dem 19. Jahrhundert haben bürgerliche Kinder ihren eigenen Raum. Einfache Familien hingegen mussten auf diesen Luxus noch lange warten. Teilweise bis nach dem Zweiten Weltkrieg. Und was macht der Kleine da jetzt? Ja, der verschwindet da ab und zu mal in den Schrank. Warum? Ja, weil er sich mal zurückziehen wollte. Da hat er einfach die Tür hinter sich zugemacht und sich in den Schrank gesetzt. Na klar, wenn man zu viert da drin wohnt, kann man entweder unter das Bett oder in den Schrank. Ja. 7,50 Mark Warmmiete. Sozialer Wohnungsbau in der Weimarer Republik. Der Fortschritt beschränkt sich nicht auf die Wohnung. Die Siedlung hat ein zentrales Wasch- und Badehaus. So, auf geht's ins Waschhaus. Kinder, macht ihr gerade mal Platz bitte, weil es ist schwer hier, der Korb. Danke. Gut, wir gehen rüber. Vater fährt zur Schicht. Oh. Ja, das ist mein Büro und mein Arbeitsplatz und hier bin ich den ganzen Tag zu Hause und zu erreichen. Und was macht jetzt der Hausmeister den ganzen Tag hier? Ja, hier teile ich die Waschfrauen ein zum Waschen. Mhm. Und da ist das Badehaus. Hm, pardon. 30 Minuten Wanne, 20 Minuten Brause, genau reglementiert. Genau reglementiert. Ja, Moment mal, da sind die Frauen. Okay. Ja, und da geht's zum Waschen. Dann los. Ja, und da hilft man waschen. Buntes? Ne? Ja. So. So. Die Seite ist hier. Hm, ich sehe schon. Und dann kräftig schrubben. Dieses Waschhaus ist enorm komfortabel. Sogar fließend warmes Wasser aus dem Hahn. Eigentlich ist die Einrichtung nur für Siedlungsbewohner. Doch immer wieder schleichen sich hier Frauen auch aus der weiteren Umgebung ein. Trotz allem Komfort, es bleibt ein echter Knochenjob. Bis die elektrische Waschmaschine die Haushalte erobert, wird es noch bis weit in die 50er Jahre dauern.
Ach, ich habe mich mal rübergeschlichen jetzt. Der Vater ist noch auf Schicht, die Mutter schuftet weiter im Waschhaus drüben. Bitte nicht ganz so laut, oder? Und ich, als Hausmeistergehilfe, mache mir jetzt mal ein kleines Päuschen hier mit einer Pulle Bier. Man muss sagen, den Leuten ging es ja hier schon besser. Ruhe! Alles super modern, alles hell. Bisschen frische Luft gibt's auch, aber aus Ihrer Sicht 2007 ist es natürlich ein Witz. 46 Quadratmeter für eine 3,5 Zimmerbude für 4 oder 6 Leute. Und so ein kleiner Wicht hier muss in den Schrank, wenn er mal seine Ruhe haben will. Also ich finde, jede Medaille und auch diese hat 2 Seiten. Ein riesiger Sprung in der Geschichte. 700 Jahre zurück. Lütjenburg, Holstein im späten 13. Jahrhundert. Hier im Grenzgebiet zu den Slawen ist das Leben ziemlich rau. Aber wie genau lebten und wohnten die Menschen hier im Mittelalter? Überfall! Alle in den Turm! So, jetzt sagen Sie mal, hier ist ja kein Mensch. Was war das für eine Aktion? Das war ein Irrtum. Entwarnung. Es war kein Angriff. Aber Sie sind soeben getürmt. Daher kommt wirklich der Begriff Türmen? Da kommt der Begriff Türmen her. Man ist getürmt, leuchtet ein. Aber wo sind wir jetzt hier? Das sieht ja nicht aus wie ein Turm. Das ist der Turm einer mittelalterlichen Wehranlage, wie sie hier im 13. Jahrhundert in großer Anzahl vorhanden war. Das ist eine Turmhügelburg und dieser Turm gab ihr den Namen. Sie sagen Turmhügelburg eben, aber das ist doch ein ganz normales Dorf da unten, oder? Der Begriff Dorf, den würde ich nicht verwenden. Es ist eine mittelalterliche Wehranlage, ein mittelalterlicher Gutshof. Und wer wohnt da alles? Hier wohnt der Ritter in dem Ritterhaus, das Gesinde in dem Wohn- und Stallgebäude. Und bessere Leute und weniger gute. Denn der eine Ritter muss im Kettenhemd rumlaufen, sieht aus, als wollte er sofort den Krieg ziehen. Und der andere sieht eher so aus, als wollte er zum Bankett. Das ist richtig. Dies ist mein Alltagsstaat. Und das ist nur die Ausrüstung, die man eben im Krieg trägt. Wir gehen jetzt mal rüber ins Ritterhaus. Mhm. Sie sind mein Gast. Ja, schönen Dank. Da bin ich aber gespannt, wie unser Eins gewohnt hat. Ja, Sie werden sich wundern. Ja, dies ist nun das Ritterhaus. Dies ist meine Wohnung. Hallo zusammen. Also ich muss sagen, ich hätte mir das ein bisschen luxuriöser, bunter, schicker vorgestellt bei Ihnen. Sie dürfen nicht vergessen, in welcher Zeit wir leben. Dies ist Mittelalter und hier wohnte ein relativ niederer Adel. Dies ist schon sehr viel für die damalige Zeit. Was mir auffällt, hier gibt es keinen einzigen Schrank. Schränke hat es in der Zeit noch nicht gegeben. Damals gab es lediglich Truhen, in denen man alles aufbewahrte. Ja, gut. Aber und? Aus den Truhen hat sich dann später der Schrank entwickelt. Die Truhe wurde hochkant gestellt. Okay. Und fertig ist der Schrank. Ja, und fertig ist der Schrank. Die Tür lässt sich zur Seite öffnen. Da muss nur noch Regalbretter rein. Eine tolle Idee. Ja. Eins fehlt mir jetzt aber immer noch hier im Haus, nämlich eine Wärmequelle. Es gibt keinen Ofen, keinen Kamin, kein offenes Feuer und es ist trotzdem kuschelig warm. Woher kommt's? Wir hatten damals schon Hightech, nämlich eine Fußbodenheizung. Und wie funktioniert die? Wenn Sie mir mal folgen. Ein Ofen erheizt hier diese Ziegelsteine. Und außerdem ist um den Ofen Steine, zwischen denen Luft ist. Und diese Luft kann man durch die Tonröhren, die hier sind, hochsteigen lassen. Ich kann noch regulieren mit diesen Tonröhren. Sie sehen, hier steigt die warme Luft auf. Da kommt ja richtig Hitze hoch. Also Heißluft aus den Röhren plus Strahlungswärme von den Ziegelsteinen. Bloß wo kommt die Wärme eigentlich her? Ach ja, so schnell kann es gehen und schon bin ich wieder der Dumme. Häng ich wieder beim Gesinde rum. Warum nur?
Jetzt wollen wir zeigen, wie das Hypocaustum von außen geheizt wird. Das was? Der Unterbodenofen, Hypocaustum genannt. Hypocaustum, hier rein damit mit dem Holz. Da rein. Ja, so war es damals. Das Ritterhaus wurde von außen beheizt. Im Haus gab es keinen Rauch und keinen Dreck. Und er hat jetzt tatsächlich 24 Stunden am Tag einer schuften müssen, damit ihr es da oben schön warm habt, ja? Wenn der Bedarf war, ja, natürlich. Aber der hier unten hatte ja Gott sei Dank auch eine Chance. Der konnte nämlich viel zu viel heizen. Und dann haben denen da oben so richtig schön die Socken gequalmt. Was drüben qualmt, im Gesindehaus, gucke ich mir jetzt an. Ich glaube, es sind nicht die Socken. Die kleine Wehrgemeinschaft ist wirtschaftlich völlig unabhängig. Das Gesinde betreibt nämlich Ackerbau und züchtet Vieh. Die Bewohner sind also echte Selbstversorger. Na, das ist ja eine ziemlich primitive Hütte, irgendwie alles unter einem Dach, oder? Also Hütte würde ich nicht sagen, aber es ist ein Haus, in dem wirklich alles unter einem Dach lebt. Und Fußbodenheizung haben die hier definitiv nicht. Hier kann von Luxus keine Rede sein, oder? Mit Sicherheit nicht. Wie viele Leute haben hier drin gehaust? Gehaust? Es haben bis zu 20. Angestellte des Ritters hier gewohnt und gelebt. Doch selbst hier liegt eine clevere Erfindung im Fußboden verborgen. Keine Heizung, sondern ein Kühlschrank. In dieser gemauerten Grube sind es selbst im Hochsommer nur knapp 10 Grad Celsius. Also, wenn ich mir das aussuchen könnte, ich würde natürlich liebend gern wieder wechseln. Weg vom Gesinde, rüber zu den Rittern. Die hatten einfach das angenehmere Leben. Und was mich total beeindruckt, sind die Ideen. Zum Beispiel die super komfortable Fußbodenheizung. Da sage ich doch nur Hut ab. Aus dem Mittelalter in die Gründerzeit. Dina! 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 Sehr wohl. So ist es eben in einem gutbürgerlichen Haushalt in der Gründerzeit. Man brauchte damals Personal. Man brauchte nicht nur die Dienstmädchen, sondern auch Dienstknabe, wie in Ihrem Falle. Danke für den Knaben. Bitte das Nachtgeschirr. Aber warum heißt diese Gründerzeit eigentlich Gründerzeit? Ja, es ist das Jahr 1871 und damit die Reichsgründung. Das Deutsche Reich wird gegründet und damit kann man Reparationsleistungen von Frankreich nach Deutschland. Die Wirtschaft boomt, große Firmen werden ansässig und Aktiengesellschaften entwickeln sich. Der Laden läuft. Das ist ja mal ein Stück für den ausgefallenen Geschmack, ha? Ja, es sind nicht nur prächtige Möbel, sondern sie sind auch sehr funktional hergestellt. Darf ich Platz nehmen? Und nehmen Sie an diesem Schreibtisch Platz. So, wo ist hier, die Funktionalität versteckt? Ja, hier können Sie die mittlere Platte nach vorne ziehen. Hier? Einfach ziehen? Ja, einfach ziehen. Ach, und jetzt hat man jede Menge Platz und Licht und Freiheit zu arbeiten. Genau. Und Sie wischen jetzt hier Staub. Na gut. Oje. Nötig hat's die Hütte. Und was soll das jetzt Tolles sein? Ah, ich sehe schon. Dankeschön. System Luftpumpe. Na, jetzt bin ich gespannt, was die Gründerzeitpumpe drauf hat. Wow. Funktioniert echt gut, aber ist irgendwo auch eine blödsinnige Erfindung. Denn eigentlich verteilt man damit den Staub nur im ganzen Raum. Ach ja, das Butler-Kostüm. Hat mir schon auch gefallen, aber ich dachte mir, ich wechsle mal die Seiten. Ist auch viel angenehmer, zur Herrschaft zu gehören, als zum Personal. Hier ist gerade ein Kaffeekränzchen im Gange. Hallo, die Damen. Ja, die bessere Gesellschaft trifft sich. Man nimmt ein Tässchen Kaffee. Es gibt was Leckeres, Süßes dazu. Hallo. Hallo. Und was gibt's bitte schön zu feiern? Heute feiern wir eine Sensation aus England, einen neuen Trend. Und zwar den Vakuumcleaner. Den Vakuumcleaner. Na, da bin ich ja mal gespannt.
Auch der Engländer Hubert Cecil Booth kennt die berüchtigten Staubspritzen. Auch er wundert sich über diesen Unfug. Der Ingenieur zieht sich also in seine Werkstatt zurück. 1901 lässt er sich dann seine bahnbrechende Erfindung patentieren. Saugen statt pusten. 100 Meter lange Schläuche führen nach unten zu einer gigantischen Saugpumpe. Ein Benzinmotor treibt sie an, 2 PS. Heute in unserer Zeit bestellt sich mancher einen Fensterputzer. Damals mietete man sich die Männer mit dem Staubsauger. Es geht, es geht! Ja, Sie können ruhig krümeln, was das Zeug hält. Das Ding funktioniert nämlich wirklich. 2 PS reichen schon aus, um auch dickere Krümel wegzusaugen. Und jetzt kommt der Knüller. Der Staubsaugervertreter der vorletzten Jahrhundertwende hat wirklich an alles gedacht. Zum Beispiel hier an ein Glasrohr. Klappern gehört auch damals schon zum Geschäft. Die Damen sollten ja sehen, dass das Ding auch wirklich was wegsaugt. Gab es diese Vorführung wirklich jetzt mal allen Ernstes? Kann nicht wahr sein. Doch, diese Vorführung gab es, aber diese Staubsauger haben sich nicht durchgesetzt. Schade. Aber jetzt haben Sie noch einen Termin in der Küche. Bitte. Schon klar, das kann nur eins bedeuten. Zurück zum Gesinde. Meine Küchenverabredung. Schönen guten Tag. Ah. Verabredung zum Kartoffelschälen, ich sehe schon. Dann geben Sie mal her, die guten Stücke. So, und wie soll das jetzt hier laufen? Ja, auch in der Küche veränderte sich in der Gründerzeit sehr, sehr viel. Das sieht man. Es sind die kleinen Erfindungen, die das Leben leichter machen. Wie zum Beispiel dieses Gerät. Der Eisschrank ist eine der ganz großen Erfindungen der Gründerzeit, betrieben mit geliefertem Stangeneis. Zweckmäßigkeit und Funktionalität. Es gibt einen wahren Boom an kleinen Helferlein. Die Liste der Innovationen reicht bis hin zur Kaffeetasse. Wenn deine Tasse war zu klein, wird diese wohl die richtige sein. Na ja, gut, große Tassen gibt es heutzutage auch. Aber wozu bitteschön hatten die in der Gründerzeit diesen Steg in dieser Tasse, hä? Na, ganz einfach. Mann ging damals nicht oben ohne, Mann trug Kaiserbart. Und damit dieser wundervolle Männerbart nicht vollgeschlabbert wurde beim Kaffeetrinken, gab es eben besagten Steg. Schauen Sie mal. Mit Bartauflage ist das Leben leichter. Genug jetzt mit Küche. Mit oder ohne Bart, lieber genießen wie die vornehmen Herrschaften. Dieses musikalische Gerät hier steht ja für die Gründerzeit wie kein anderes. Im Jahr 1887 war es, da hat ein gewisser Emil Berliner das Grammophon erfunden. Der war übrigens gar kein Berliner, sondern Hannoveraner, der Gute. Ja, ja, das war schon eine gute Zeit, die Gründerzeit, vorausgesetzt, man gehörte zu den Gutbürgerlichen. So, gute Frau, jetzt wollen wir mal ein Tänzchen machen. Auf geht's, komm. Hallo. Unterwegs mit QL sein, Kloppenburg, komm. Und wenn ich mir das hier alles so angucke, irgendwie unterwegs im 17. Jahrhundert, hallo. Komm, auf geht's. Und mit diesem Herrn bin ich hier verabredet. Komm, Elsa, sag guten Tag. Hallo, Herr Meiners. Ich grüße Sie. Und ich zeige Ihnen jetzt einmal ein typisches Bauernhaus aus dem 17. Jahrhundert. Was ist denn jetzt das Besondere an dem Haustyp? Da fällt natürlich als erstes das große Eingangstor dieses Bauernhauses auf. Und warum ist es so groß, dieses Tor? Damit man mit einem beladenen Erntewagen auch auf das Innere der Diele fahren konnte. Das ist ja ganz schön riesig hier. Ja, das Haus alleine hat ja schon
bereits 400 Quadratmeter. 400? Wobei auf die Diele alleine 200 Quadratmeter entfallen. Boah, da wird sich aber eine Familie im 21. Jahrhundert in ihrem Einfamilienhäuschen ganz schön freuen. Das ist ja purer Luxus. Ja, das wären wir, nicht? Wir wären froh darüber, wenn wir eine solche große Fläche hätten. Aber das führt auch so ein bisschen dazu, dass man anfängt, das Landleben des 17. Jahrhunderts zu idealisieren. Dabei hat es auch eine Menge von Schattenseiten gehabt. Na, dann bringen wir erstmal die Kuh Elsa weg. Elsa, die Kurve kriegen. Das Haus ist also gleichzeitig der Stall. Kühe, Schweine und Hühner. Dass die hier alle einfach so über die Diele rennen und ihre Häufchen machen, wo sie wollen, scheint niemanden zu stören. Mensch, Herr Meiners, hier ist ja richtig was los. Mhm. Wie viele Leute rennen hier rum in dem Haus? Ja, in diesem Haus von dieser Größe, da wohnten schon 10 bis 12 Menschen. Dazu gehörte natürlich auch, wenn ich der Bauer wäre, die Bäuerin, meine Frau dazu. Und der Filius? Und der Filius gehört dazu. Natürlich auch noch eine Schwester, vielleicht auch noch 2 oder 4 weitere Kinder, die dazu gehörten. Dann gehörten das Gesinde dazu, eine Magd, die der Bäuerin zur Hand ging. Und eben auch ein Pferdeknecht, der die Pferde zu versorgen hatte. Also Haus- und Hofpersonal in einem. Alles in einem. Und nicht zu vergessen, die Altvorderin. Die Altvorderin. Die Altenteiler, sagt man auch. Eben also Großvater und Großmutter, die zu diesem Hof eben auch gehören. Sagen Sie, Herr Meiners, warum machen wir eigentlich das Feuer hier mitten in der Bude? Ja, das Feuer hatte eine ganz, ganz wichtige Funktion. Danke. Für das niederdeutsche Hallenhaus. Denn es sorgte dafür, dass einmal die Menschen Wärme hatten und zum Zweiten auch das Essen zuzubereiten. Es hatte einfach eine ganz wichtige Funktion bei der Konservierung des Fleisches, der geräucherten Waren, die hier über dem Herdfeuer hingen. Und dann zog eben der Rauch auch durch das gesamte Haus und räucherte im positiven Sinne eben auch die eingelagerten Getreidevorräte, obwohl er natürlich auch den Menschen manchmal schon heftig zusetzte. Essenszeit. Alle Hausbewohner, vom Knecht bis zur Bäuerin, speisen gemeinsam. Das Standardgericht ist Grütze. Gegessen wird aus einer großen Schüssel. Du kriegst dich jetzt an. Du kriegst ihn nicht, mir was zu essen. Das Jungvolk. Also das glaube ich doch jetzt gar nicht. Jetzt gibt's nichts mehr zu. Und wir? Warum kriegen die sich da jetzt in die Haare? Kaum ist das Essen auf dem Tisch? Naja, das kommt eben halt schon mal vor, nicht? Das ist also eine Konfliktsituation als Spitze des Eisbergs tiefer sitzender Konflikte, die zwischen Alt und Jung auf solchen Höfen schon vorkommen. Die Alten sind eine Belastung. Man muss sie durchfüttern und das, obwohl sie nicht mehr mitarbeiten. Am liebsten würde man sie aus dem Haus schmeißen, aber davor schützt ein schriftlicher Vertrag. Dieses Papier sichert den Alten das Wohnrecht zu. Und zwar auf Lebenszeit. Also nun wirklich nicht das, was man sich so unter romantischer Großfamilie vorstellt. Da hat es teilweise richtig gequalmt in der Familie. Ganz anderes Thema jetzt. Wo haben die eigentlich geschlafen? Naja, während Knecht und Magd einfach beim Vieh schlafen, hatte es der Bauer doch weitaus komfortabler. Ja, das ist jetzt eigentlich ein Bereich, wo der Knecht gar nichts verloren hat. Aber wir treten mal hier heran an die Alkoven. Und da schauen Sie mal hinein. Sieht doch ganz kuschelig aus. Wie viele Leute haben hier geschlafen? Naja, der Bauer und die Bäuerin auf jeden Fall. So, ich. Nein. Man liegt ganz schön tief hier und das ist zu kurz. Ja, man könnte meinen, dass die Leute alle kürzer waren als wir heute. Aber sie hatten auch andere Schlafgewohnheiten. Sie mochten nicht so gerne im Liegen schlafen, denn bei den hygienischen Bedingungen, bei der Kälte in diesen Häusern waren Bronchialerkrankungen, Lungenerkrankungen sehr verbreitet. Und da kann man einfach besser schnaufen, wenn man ein paar Kissen im Rücken hat. Das ist der Grund, warum man eher im Sitzen als im Liegen geschlafen hat. Und es hat natürlich auch Platz gespart. Eins würde ich jetzt aber doch noch gerne wissen. Wo ging man denn hin, wenn man mal musste? Ja, wo geht's denn hier zum Klo? Ja. Ein solches, das gab es tatsächlich nicht. Also wenn man tatsächlich mal das dringende Bedürfnis hatte, nachts rausging, dann ging man halt zu den Tieren in den Stall und verrichtete dort seine Notdurft. Es war einfach auch ein bisschen wärmer. Oder, wenn es dann im Sommer draußen etwas angenehmer war, dann verrichtete man seine Notdurft direkt am oder auf dem Misthaufen.
Also besonders glücklich können die da nicht gewesen sein. Ja, objektiv gesehen ist das vielleicht wirklich so gewesen, dass es den Menschen nicht so gut ging wie heute. Aber man muss immer bedenken, sie lebten halt in ihrer Zeit und in ihrer Umgebung. Und vielleicht waren sie genauso glücklich und eben auch genauso unglücklich wie unser einer heute. Ganz sicher waren sie aber ein ganz klein bisschen mehr dreckig als wir. Ich freue mich tierisch auf eine Dusche. ...1958 in Lüneburg. Das Wirtschaftswunder hat zugeschlagen. Also, das hier, den Fußboden bohnen, das macht ja in ihrer Zeit auch kein Mensch mehr, oder? Und warum macht's keiner? Weil es einfach eine Heidenarbeit ist und weil es so richtig schön stinkt. Ach Mann, das ist doch der typische Duft der 50er Jahre. Ja, aber mittlerweile im 21. Jahrhundert, da haben doch längst alle wieder ihre Holzdielen freigelegt, am besten sich Parkett angeschafft. Ja, aber das war Arbeit. Linoleum bedeutete Pflegeleichtheit. Sie mussten nur einmal die Woche bohnen. Ja, aber dann ist man ganz schön außer Atem. Ja, aber wenn Sie modern sein wollen, müssen Sie auch was tun. Den Stil mag man mögen oder auch nicht, aber sagen Sie, Frau Lammschuss, ist das jetzt eine wirklich typische 50er-Jahre-Wohnung hier? Nicht unbedingt typisch. Diese Wohnung ist ja sehr großzügig geschnitten. Normalerweise waren die Wohnungen wesentlich kleiner. So für 4 Personen können Sie von 65 Quadratmetern ausgehen. Wie viele Zimmer waren es dann? Ja, so 2,5 bis 3 Zimmer. Und was musste die Durchschnittsfamilie dann an Miete zahlen? Na, 1 D-Mark pro Quadratmeter war drin. Die Küche hier ist ja schon so, wie viele sie noch kennen werden von früher, oder? Die Einrichtung ist oft ein Sammelsurium. Ein alter Kohlenherd. An der Wand ein moderner Hängeschrank. Nebenan der gute alte Küchenschrank. Ja, die Entwicklung ging weg von der reinen Wohnküche hin zur reinen Arbeitsküche mit immer mehr technischen Geräten, die die Arbeit der Hausfrau dann erleichtern sollten. Also irgendwann alles elektrisch. Immer mehr Technik, immer mehr Elektrik. Und die Leute haben wieder Geld. Sie leisten sich, was die Schaufenster zu bieten haben. Zwischen 1950 und 1960 verdoppelt sich das Pro-Kopf-Einkommen. Also, elektrisch ist er ja offensichtlich, der Kollege Backofix. Aber ich finde ihn ja irgendwie auch ein bisschen lütt, oder? Ach was, überhaupt nicht. Das ist der kleinste Elektro-Vollherd. Gedacht für die kleine Familie auf kleinem Raum. Aber er ist ein Vollherd, das heißt, er hat 2 Platten und die Backröhre. Der Mixer mit dem verheißungsvollen Namen Neuzeit 1. Es gibt beinahe nichts, was man nicht elektrisch machen könnte. Was das hier ist, werden Sie nicht glauben. Es heißt Hofix und ist tatsächlich ein Hosenfaltenbügler. Ja, hier haben wir eines der wichtigsten Geräte überhaupt, den elektrischen Kühlschrank. Erstmals ermöglicht er es der Hausfrau, Lebensmittel auf lange Zeit haltbar zu machen. Und Bier kalt. Ja, klar. Das ist nicht einfach ein Haushaltsgerät, das ist ein Statussymbol. Noch kann sich nicht jeder sowas leisten. Von Mixer bis Kühlschrank, ich muss schon sagen, in der Küche hat sich eine Menge getan. Hier im Bad sieht es allerdings noch ganz schön einfach aus, oder Frau Lammschuss? Nein, auch wenn es so aussieht, dieses Bad ist schon sehr luxuriös. Was ist denn daran Luxus? Es gibt fließendes Wasser, einen Kohlebadeofen und ganz wichtig, die Familie hat eine eigene Badewanne. Aber hier haben wir noch eine Erleichterung für die Hausfrau. Hier haben wir nämlich eine elektrische Waschmaschine. Und die funktioniert einfach, indem man Wasser heiß macht und ein bisschen drumherum rührt? Ja, aber sie hat noch keine richtige Schleuder, sondern die Wäsche muss anschließend noch per Hand gemangelt werden. Okay, man nehme ein feuchtes Handtuch oder Küchentuch, ja. Tropfnass natürlich noch, fädle es hier ein und dann geht die Post ab. Ziehe rechtzeitig die Finger zurück. Ja, sind weg. Warte, ich muss sie hinten nochmal wegnehmen. Ja, jetzt los. Und komm. Ja, bitte. Wunderbar, das Wasser ist raus. Handtuch ist halb trocken. Jetzt müssen wir aber unbedingt auf die Möbel zu sprechen kommen. Und das ist das Sinnbild der 50er, der Nierentisch. Warum muss es denn unbedingt diese Nierenform sein? Warum hat dies den Leuten so angetan? Ja, man wollte weg von der Möbelkultur der NS-Zeit, der 30er, der 40er Jahre mit den klobigen Teilen. Man wollte weg von den Ecken, Kanten und man hasste mittlerweile alles Zackige. Und darum war dies Nierenförmige, dies Runde sehr beliebt.
Ganz groß im Trend ist der Kauf per Ratenzahlung. So können sich auch einfache Familien echte Luxusgüter leisten, wie das Modell Siemens Sonderklasse F10. Der Fernseher wird schnell zum neuen Familienmitglied. So, zur Feier des Tages. Mich extra ein bisschen fein gemacht. Hat man ja nicht alle Tage, dass das neue Fernsehgerät, Entschuldigung, in Betrieb genommen wird. Also, hier naht der große Moment. Der vierte von links? Ach, Sekunde noch. Wie hat sich das jetzt eigentlich ausgewirkt aufs Familienleben, dass da jetzt dieses neue Familienmitglied dabei war? Jeden Tag, jeden Abend, immer. Ja, letztendlich hat es das Familienleben und auch das Freizeitverhalten stark beeinflusst. Man sieht das hier ja schon an unserer Familie. Sie ist jetzt nicht mehr um den Tisch zentriert, sondern guckt jetzt nur noch auf unser Lagerfeuer der Neuzeit. Das Lagerfeuer der Neuzeit. Was für ein Stichwort für diesen großen Moment. Tief Luft holen. Es kann beginnen. Ich zähle kurz runter. 3, 2, 1 und 1. Guten Abend. Guten Abend. Aber wir stören nicht. Guten Abend. Wenn ihr den schon wieder da seid, dann nehmt mal Platz. Ja, bitte. Wer ist das jetzt? So wieder immer dasselbe. Fernsehgäste. Ja. Wir kommen jetzt einfach so. Wer ist es? Das sind Nachbarn, Felix, Freunde. Jeder war ja nicht in der glücklichen Lage, einen Fernseher zu besitzen. Also die, die noch keinen hatten, konnten einfach knallerfall vorbeikommen und mitgucken. Abends ging die Klingel und zack waren sie da, ob sie wollten oder nicht. Sind nette Leute. Am 25. Dezember 1952 startet in Hamburg der Nordwestdeutsche Rundfunk den Fernsehbetrieb in der Bundesrepublik. Zunächst gibt es nur 2 kurze Stunden Sendezeit. Sie gehen schon wieder reif. Ja, als Hausfrau ist man ständig auf der Wanderschaft. Juwi Wallerallala, Juwi Wallerallala. Mit der letzten Kraft bring ich das Abendbrot. Dann will Max spazieren gehen, doch ich bin halb tot. Aber sage ich, ich habe keinen Mumm. Aufs Wandern, schimpft mein Männeli, nur geh doch nicht so krumm. Denn du sitzt doch hier den ganzen Tag bloß rum. So, und was soll das jetzt? Ja, es ist 10 Uhr. Sendeschluss. Wie, Feierabend einfach? Ja, natürlich. Das Programm liegt ja nur ein paar Stunden. Und jetzt gehen ja alle in die Kneipe, oder? Nein, die bleiben bei uns zu Hause. Es gab eine starke Rückbesinnung auf die Häuslichkeit, auf die Familie. Gefeiert wurde gern zu Hause. Trautes Heim, Glück allein. Ja, alle feiern zu Hause, aber irgendwie gehen doch alle. Wer etwas auf sich hält, muss sie haben. Die Party-Ecke. Sie ist eine der legendären Erfindungen der 50er. Man lässt es sich gut gehen. Und man kann es sich auch gut gehen lassen. Das Jahr 1955 ist der Höhepunkt des Booms. Wirtschaftswachstum 12%. Heutzutage sind Politiker stolz auf 2,5. Ah, der Käseigel. Und gleich noch ein Klassiker. Es gibt nämlich auch die allseits beliebten, wundervollen Fliegenpilze. Sagen Sie mal, heute haben Sie sich aber außergewöhnlich viel Mühe gemacht, oder? Für die Party hat man sich viel Mühe gegeben. Da wurde nicht einfach eine Flasche Bier aufgemacht und die Chipstüte aufgerissen. Party wurde inszeniert. Das heißt also immer so ein Haufen Arbeit, so viel Tamtam und noch Spießchen und Zierde und Tellerchen und Deko und alles? Das sieht aber auch nett aus. Das kann man nicht anders sagen. Ja, gucken Sie hier meine Lieblingsteile. Salzstangenanbieter. Heißen wirklich so? Die heißen so. Der Salzstangenanbieter wird natürlich immer wieder gerne genommen. Vielen Dank. Wohlstand für alle. Das ist der Slogan der Zeit. Der elektrische Kühlschrank, die Familienbadewanne, Cocktailsessel und wirklich irre tolle Partygags. Also den Menschen in Wirtschaftswunderland Westdeutschland ging es ziemlich gut, Prösterchen. Aber wie sah das drüben aus? Da gucken wir rüber. Auf Spurensuche in der DDR.
Ende der 50er Jahre in Alt-Schwerin in Mecklenburg. Noch gibt es keine Mauer zwischen Ost und West. Wie war das also? Wie war das, wenn der LPG-Bauer abends vom Feld nach Haus kam? Hier sitzt einer, der es wissen muss. Henning Bartz. Hallo. Hallo Kurt. Grüße dich. Schön, dass du da bist. Er hütet hier ein ganz besonderes Kleinod. Gucken wir uns jetzt an. Komm rein, bitte. Dankeschön. Schönen guten Tag zusammen. Guten Tag. Hallo. Die Kinder, die Bäuerin, alle sind da. Die Wohnung ist schick, wenn auch hier ein bisschen niedrig. Aber Henning, hallo. Was ist denn jetzt das Spezielle, das so Besondere ausgerechnet an dieser Wohnung? Diese Wohnung ist seit Ende der 50er Jahre komplett so geblieben. Das heißt, wie so geblieben? Wo sind die Leute hin? Die Leute hatten damals vor, in einen Neubau zu ziehen. Ja. Da haben sie diese Wohnung, hier sind die Leute vielleicht nochmal. Schaut mal hier, Familie Grebe, Mutter, Vater und die beiden Söhne. Jetzt haben sie die Wohnung komplett dem Museum verkauft. Komplett heißt, hier ist alles stehen geblieben. Mal den Schrank öffnen. Wirklich von der Tischdecke bis zur Kaffeekanne? Alles da geblieben. Ach, das ist alles original? Das ist alles original geblieben, noch nichts daran verändert hier. Tischdecke, Kaffeekanne haben die alles? Die haben es nur gepflegt und restauriert, ist alles so geblieben, wie es original war. Und warum haben die das gemacht? Ich meine, das macht doch kein Mensch. Anreiz war, sich komplett neu einrichten zu können. Und die zweite Sache, man bekam eine Neubauwohnung. Das große Ziel der Zeit. Kinderbett, Elternbett, in der anderen Ecke noch ein Jugendbett. Heißt das, dass die ganze Familie auf Dauer hier in dem einen Raum geschlafen hat? Haben alle hier geschlafen. Wir haben insgesamt gut 50 Quadratmeter und das für vier Personen. Ja klar, Wohnzimmer haben wir gesehen, klitzekleine Küche und das war wirklich alles. Das war alles. Andere haben noch beengter gewohnt. Also wenn man sich das alles hier so anguckt, hallo ihr zwei, so richtig rosig ging es den Leuten ja dann doch nicht, oder? Ja, vom Platz her vielleicht nicht, aber es war noch besser geworden. Nach dem 17. Juni 1953 hat die SED die Schraube ein bisschen zurückgedreht. Es gab eine kleine Wohlstandswelle. Und 58 übrig verkündet, bis 61 haben den Westen überholt. Das hat er ja nicht so ganz geschafft. Und die Dinger hier sind ja auch super leicht. Das ist Aluminium, aber sie erfüllen ihren Zweck. Aritrara, die Post ist da. Hallihallo, was gibt's denn Schönes? Okay. Ein Paket aus Lüneburg, ein Westpaket. Haben wir eine Schere? Ganz sachte mit der Schere. Das Band können wir noch mal benutzen. Ganz vorsichtig. Ach so, also lieber von Hand, ja? Onkel Joachim hat das geschafft. Ja, aber das Papier muss da weg. Margarine schafft er. So, mal ganz ruhig, mal ganz ruhig. Oh, Kölnisch Wasser, Kinder. Oder beziehungsweise Lady. Kinder kriegen Schoki. Schokolade, guck mal. Bitteschön. Und hier noch was für die Küche. Suppengewürz. Ah ja, das gibt's hier auch. Hier was für ein Vater. Ah, gute Fracht. Ja, da guckt der Postmann. Und wieder kein Geld drin. Oh Gott. Bevor die Seife ihre eigentliche Funktion erfüllt, landet sie im Kleiderschrank. Dort gibt sie erstmal ihr kostbares Aroma an die Wäsche ab. Das mit der Seife jetzt und mit dem Weinbrand ist ja eigentlich nur ein bisschen Luxus. Wie wichtig, vielleicht lebenswichtig, waren denn diese Westpakete? Also lebenswichtig nicht unbedingt, aber zum Beispiel der Kaffee war ja im Osten richtig teuer. Das war eine billige Sache, was zu bekommen. Oder Gewürze, wenn Schlachtwiss auf dem Termin stand, dann war schon wichtig, dass das Paket rechtzeitig ankam und die Därme auch da, wo man Wurst reinstopfen konnte. Das heißt, die haben also ihr Schlachtfest so terminiert, dass es stattfand, wenn das Paket erwartet wurde? Man hoffte, dass es rechtzeitig kam. Frische Wurst, wo hat man die überhaupt aufgehoben? Gab es schon einen Kühlschrank? Man hat sie eingekocht, dann in die Speisekammer gestellt. Da hielt sie durchaus ein Jahr lang. Das ist kein Problem. Ging es den Leuten auf dem Land eigentlich relativ gut oder eher schlecht? Sie verdienten meistens ein bisschen weniger wie in der Stadt, aber in Lebensmitteln saß sie an der Quelle. Mal was anderes, Thema Wasser. Ich sehe hier immer nur diesen einen einzigen Wasserhahn. Ist das wirklich die einzige Stelle, um frisches Wasser zu finden in dem Haus? Also zentrale Wasserversorgung im Dorf war was ganz Modernes. Oh, Entschuldigung. Das war gutes, reines, untersuchtes Wasser. Das nahm man, schüttet es in die Schüssel, da könnte man sich waschen. Jetzt erzähl mir aber nicht, dass diese eine Schüssel hier für vier Leute das komplette Badezimmer ist. Das für das alltägliche Bad. Und dann hier so ein bisschen Hände, weil es ist ja noch eisekalt. Man kann es auch warm machen, wenn man vorher den Herd heizt, dann hat man warmes Wasser. Also es gab nur einmal fließend kalt Wasser und eine Schüssel? Einmal fließend kalt Wasser, das war schon ein Fortschritt zu der damaligen Zeit. Handtuch gab es aber. Das gab es schon. Vielen herzlichen Dank. Und mit der Seifenbrühe wohin dann? Mit einem kühlen Schwung vor die Tür. Und zusch! So, jetzt musst du mir nur noch sagen, wohin, wenn man mal pinkeln muss. Pro Familie ein Stall mit einem Plumpsklo. Ah ja, noch genauer will ich es gar nicht wissen. Aber, oh, Kartoffelsalat. Henning, eins musst du mir erklären. Da gibt es kein gescheites Bad, nur ein Plumpsklo, aber eine Waschmaschine in der Küche. Es gab Ende der 50er Jahre auch in der DDR so eine kleine Wohlstandswelle. Mhm.
Oh, bitte. Nee, oder Henning? Was soll denn das jetzt? Also die Waschmaschinen waren extrem vielseitig. Warm Wasser machen zum Waschen. Wäsche waschen natürlich. Aber doch keine Würste in der Waschmaschine. Bei einer großen Feier, Feuerwehrfeier, 50. Geburtstag oder... Wer soll die jetzt essen? Von mir vergessen, der Geburtstag meiner Frau. Oh. Es gibt sie wirklich. Die Waschmaschine zum Würstchen heiß machen. Übrigens, man nimmt sie auch ganz gern zum Einwecken. Prost, auf die Zukunft. Prost. Oh, hier ist ja schon richtig Stimmung. Hier gibt's Bier und Schnaps ohne Ende. Also ich muss schon sagen, gar nicht so übel, diese super multifunktionale Waschmaschine. Und die Würstchen, ich finde, die sind auch ganz gut geworden. Okay, sie schmecken vielleicht ein bisschen seifig, aber wenn man es nicht weiß, egal. Hey. Prost, Prost. Prost, Prost, Gemeinde. Prost. 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 Gar nicht schlecht, oder? Ich lasse mich hier durchs frühe 18. Jahrhundert tragen. Und mein Aussehen verrät es ja schon, es ist die Zeit des Barock. Unser Ziel hier übrigens, Schloss Wolfenbüttel. Es ist das Jahr 1712. In Frankreich regiert immer noch Ludwig XIV., der Sonnenkönig. Die Adligen in ganz Europa versuchen, seinen Prunk zu kopieren. Hier im norddeutschen Wolfenbüttel ist es der Welfenherzog Anton Ulrich, ein ausgesprochener Kunstfreund. Das ist ja hübsch hier, das ist ja richtig hübsch. Oh. Hallo, Herr Grote. Guten Tag. Ich grüße Sie. Hallo. Hallo, schönen guten Tag. Ist es überhaupt normal, sich so zu begrüßen mit Handschlag? Nein, man macht eine Referenz. Man verbeugt sich und macht den sogenannten Kratzfuß, stellt den Fuß etwa zurück und verbeugt sich tief vor dem zu Begrüßenden. Hätte ich die auch machen müssen? Nein, Sie sind der Herzog. Ich bin nur der Sekretär und deswegen ist es meine Rolle entsprechend, dass man sich so verbeugt. Das gefällt mir natürlich gut. Was mir auffällt, Sie haben so wenig Haare auf dem Kopf. Ich dagegen jede Menge. Warum? Das hängt damit mit meinem Bart zusammen, den man damals überhaupt nicht trug. Und ich wollte ihn nicht abrasieren. Und man trug aber damals Glatze unter der Perücke. Und deswegen, denke ich, bin ich doch zeitgemäß. Okay, also er darf seine Glatze und seinen Bart tragen. Ich renne mit diesem Haupthaar los und Sie zeigen mir jetzt bitte mal, wo bitte, wir hingehen. Kommen Sie doch. Hans-Henning Grote ist Kunsthistoriker, einer der Spezialisten in Norddeutschland zum Thema Hof- und Wohnkultur dieser Zeit. Wir sind jetzt hier im Paradeschlafzimmer angekommen. Das sieht auch gut aus. Wunderbar, nicht? Aber durchlaucht bitte jetzt ins Nachthemd. Wieso ins Nachthemd? Bin doch gerade erst angekommen. Sie sollen aus dem Bett regieren. In dem Lappen? Dieses Nachthemd ist nicht einfach ein Nachthemd. Es ist ein Repräsentationsgewand. Zum eigentlichen Schlafen gibt es schlichtere Modelle. Nicht so ziepen. Irgendwie ungewöhnlich ist es ja schon, oder? Aber sieht sehr gut aus, Durchlaucht. Was Durchlaucht, tun? Nehmen bitte Platz auf dem Bett. Auch das Bett ist nicht wirklich ein Bett. Niemand würde sich hier hinlegen. Man sitzt staatsmännisch auf dem Rand. Fragt sich bloß, warum? Was machen die jetzt alle hier? Die bringen die Unterlagen, die eure Durchlaucht unterzeichnen sollen, zum Regieren. Das heißt, ich sitze hier, um meine Amtsgeschäfte zu führen? Ganz genau, Durchlaucht. Vom Bett aus? Vom Bett aus, das ist die alte Weise des Regierens aus dem Paradeschlafzimmer. Und in diesem Schlafzimmer ist das Bett gleichzeitig Thron. Sie sitzen letztlich auf einem Thron und empfangen hier ihre Minister und diktieren, was ihr Wille ist. Sie sind ein absoluter Monarch. Und die haben sich wirklich nicht geschämt, im Nachthemd da zu sitzen mit ihren Ministern? Nein, damals gab es fast keine Privatsphäre. Wir sind in einem Staatsappartement und das ist öffentlich gewesen. Oh,
Das Regieren macht echt total müde und es langweilt mich auch. Hinfort jetzt mit euch. Genug vom politischen Geschäft. Ich habe da noch ein dringendes eigenes. Wo geht's denn hin? Da drüben. Da drüben. Raus jetzt. Eine Toilette mit Kupfertopf und edler Umrandung. Das hat nicht wirklich so ausgesehen früher, oder? Doch. Und es ist ein mobiles Teil. Man konnte es hinterhertragen, dem Herzog. Das heißt, er hat sich irgendwo in ein anderes Zimmer gesetzt, wenn er mal musste? Ja. Oder auch beim Essen. Wenn er da sein Geschäft verrichten musste, war das auch möglich. Hat bestimmt super lecker gerochen. Naja, Hauptsache die Chefs hatten ihr Klo. Gab es eigentlich schon sowas wie Toilettenpapier? Nein, das gab es nicht. Und was hat man genommen? Wurde einfach die Hose hochgezogen und damit war's. Man wusch die Hosen. Das war Unterwäsche, die konnte man waschen. Also zum Abwischen? Nichts. 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 Und zum Waschen? Ich meine, da heißt es ja auch immer, die hätten sich nie gewaschen, sondern immer nur Puder drüber. Nein, da wurde Alkohol genommen. Kein Flusswasser. Das war, Bakterien waren da drin. Und dort konnte man das nicht benutzen. Und da haben die sich wirklich jeden Tag komplett mit Kopf bis Fuß mit Alkohol abgerieben, dann eine Hautcreme drauf, dann wieder den Puder drauf. Alkohol macht doch echt trockene Haut. Und dann wirklich. Ja, aber irgendwie mussten sie ja irgendwie auch mal ein bisschen sauber werden. Sonst ist ja nur gestunken. Eine schöne Sauerei. Ach, endlich raus aus diesem Nachthemd. Aber warum folgen uns eigentlich die beiden Diener auf Schritt und Tritt? Das sind die Lakaien des Herzogs und sie sollen Wünsche von den Augen ablesen. Man sollte sie gar nicht beachten. Aber beeindruckend ist es ja schon. Beispielsweise diese riesen Zimmerfluchten hier, das ist außergewöhnlich. Das ist toll und das sind diese Formen der Durchgangszimmer. Es gab hier keine Privatheit. Es war immer Durchgang durch alle Räume. Das heißt, es gab auch nicht mal ein Zimmerchen, wo ich mich mit meiner Herzogin so ein bisschen zurückziehen kann? Doch. Gehen wir doch zur Herzogin. Gucken wir es uns an. Wir sind jetzt im Zimmer der Herzogin. Ach, die Dame ist die Herzogin. Hallo. Im Zimmer der Herzogin? Heißt es, es gibt auch mein Zimmer und wir haben gar kein gemeinsames? Es gibt zwei Appartements, eins des Herzogs und der Herzogin. Und wann haben die beiden sich dann mal getroffen? Zum Mittag- und Abendessen und auch manchmal zum Beischlaf. Ja, das hört sich ja ziemlich durchgeplant an und überhaupt nicht nach Spaß. Das der Beischlaf? Das war es auch. Es konnte ein Staatsakt sein, dass der Thronfolger gezeugt wurde. Und für den Spaß gab es junge Damen. Ach, das ist ja nett. Sogenannte Mätressen. Und die beiden durften sich treffen? Also ich meine, das war gar niemandem peinlich? Nein, überhaupt nicht. Die Sexualität war damals etwas ganz Normales. Und die Herzogin erfüllte ihre Rolle als Herzogin zur Repräsentation, zum Kinderzeugen des Thronverfolgers zum Beispiel. Und für den Spaß hatte man die Mätressen. Die Herren hatten diese Mätressen. Eigentlich eine interessante Sache. So, jetzt wollen wir uns aber amüsieren. Der Abend ist noch jung und angeblich weiß man ja hier richtig gut zu feiern. Na, das sieht doch hier nach allerlei edlem Zeitvertreib aus. Dankeschön und zum Wohl. Was haben sich die Menschen denn in der edlen Gesellschaft alles einfallen lassen, um einen netten Abend zu haben? Sie konnten in die Oper gehen oder sie hielten Appartement in den herzoglichen Räumen ab. Was heißt das? Eine Abendgesellschaft, bei der Glücksspiel unter anderem betrieben wurde. Was ist das, was sie da spielen? Sie spielen Trick-Track. Es ist das heutige Backgammon. Ja, dann mal Prost, ne? Ja, dann Prost. Oh nee, das gibt's aber jetzt nicht. Ungeziefer im Sektglas? Ja. Es ist das schlimme Raumklima hier, das wir haben. Wir heizen nur mit Kaminen und da können die Kakerlaken und das Ungeziefer von den Decken fallen. Und das ist natürlich ganz normal hier im Schloss. Aber eklig ist es schon. Haben die irgendwas dagegen gemacht oder hat man einfach weitergetrunken? Sie haben die Deckelpokale benutzt. Ein Pokal, der zu dem Trinken der Decke entfernt wurde und dann wurde der Deckel wieder aufgesetzt und die Kakerlaken oder das Ungeziefer konnte vorbeifallen. Geniale Sache das. Hoffentlich schmecken wenigstens die Austern. Schon eine seltsame Zeit, dieser Barock. Man muss den ganzen Tag repräsentieren, trinkt nur teuren Champagner, schlürft edle Austern, aber gleichzeitig fallen einem die Kakerlaken ins Glas. Ich möchte jetzt nur noch zurück in die Zukunft. Thank you.